Hallo, meine lieben Freunde, da ist er wieder, euer Uwe. Heute am 1. März 2021. Und der Uwe ist früh unterwegs. Der Bodennebel liegt noch über den Tälern. Und ich bin ganz früh schon unterwegs, denn heute ist ja eigentlich in Deutschland ein Feiertag. Der 1. März wird in Zukunft ein großer Feiertag sein, denn der 1. März ist der Tag, an dem die Friseure wieder öffnen durften. Und da bin ich auch hin unterwegs. Früh geht's los, denn die machen um 9 Uhr auf und dann will man ja da sein. Das Problem ist unserer hier in der Nähe von Bad Camberg, der hat also keine Reservierungsmöglichkeit, da musst du also so hin. Und da bin ich heute mal auf dem Weg zu und möchte einfach mal schauen, ob ich dann auch dran komme. Denn ich kann mir vorstellen, dass da einige vor mir sind. Ich war das letzte Mal eigentlich beim Friseur. Da war es der 14. Dezember 2020. Da könnt ihr euch vorstellen. So, jetzt schaut mal, es geht eigentlich noch. Ich kann eigentlich froh sein, dass in meinem Alter noch so viele Haare wachsen, oder? Und zur Not, wenn das noch länger gedauert hätte, hätte ich mir ein Pferdeschwänzchen gemacht, hätte ich die Falten alle schön nach hinten sehen können. Ja, so sieht's aus. Und da bin ich also jetzt auf dem Weg und muss noch einen Moment zu Fuß gehen. Es ist ganz schön frisch und auch kalt. Boah. Und dann werden wir mal schauen, ob ich dann die Gelegenheit habe und die Chance habe, dass mein hübsches Köpfchen dann abrasiert wird. Rasiert habe ich mich schon heute, da habe ich mir auch gleich geschnitten. Da, ja, also, naja, wunderbar. Aber schauen wir mal. So, ihr werdet das Ergebnis nachher selbstverständlich sehen und drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Bis später. Tschüss. Jui, jawohl, da ist er, der neu gestylte Uwe. Neue Frisur, alles weg. Jawohl. Seit 14. Dezember kein Friseur mehr gesehen und heute war es dann soweit. Heute ist der große 1. März Feiertag. Feiertag für alle, die den Friseurtermin heute hatten. Meiner hatte Gott sei Dank keine Termine. Da musste man so hingehen und dementsprechend war natürlich auch viel los. Also bei meinem standen ungefähr 20 Leute so vor der Tür und innen drin haben 6 Leute Sitzplätze und 4 Stück vorne natürlich, wo die Haare geschnitten werden. Das heißt also 10 passen innen rein und die anderen 10 standen vor der Tür. War ganz lustig, denn alle, die da standen, die hatten den letzten Termin im Dezember. Ja, und so waren wir also alle da mit derselben Mission im Grunde genommen. Ja, und wir haben natürlich alle zelebriert, dass heute der Tag, der Feiertag der Friseure ist. Und wunderbar, jetzt sehen wir wieder einigermaßen gut aus. Ne? Jetzt muss man sich mal vorstellen, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur der eine Friseursalon, das sind ja dann viele, viele, viele in ganz Deutschland, die heute wieder ihren Dienst aufgenommen haben und einige schon heute Nacht um 12 Uhr, 24 Uhr, muss man sich mal überlegen. Das sind ja Herrensalons, Damensalons, das ist ja alles Mögliche, ist da unterwegs. Und zum einen geht mir durch den Kopf, wie muss ich das jetzt, Friseure, früher hieß das immer Friseuse, die Friseuse, heute müsste man sagen Friseurinnen, ne? Friseurinnen, denke ich mir. Ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, wie das so heute betitelt werden muss, ne? Und wenn man mal überlegt, was da heute alleine an Haarschnitt unterwegs ist und sieht man diese Berge dann vor sich, diese Haare, die dann da abgeschnitten werden. Ich habe das ja heute gesehen bei mir alleine in dem Salon, was da abgesäbelt wurde und was für ein Berg das alleine war von uns Männern. Wir haben ja alle in unserem Alter nicht mehr ganz so viel auf dem Kopf. Wir können ja froh sein, dass da noch ein bisschen was wächst, aber das waren dann schon ganz schöne Berge, die da zusammengefegt wurden dann immer. Ich muss sagen, es läuft da immer tipptopp, auch Hygienekonzept und so, das ist alles gar kein Thema. Auch trotz, dass es ohne Reservierung geht, also einwandfrei. Alles mit Maske und alles hygienisch, alles desinfiziert. Also läuft super ab, kann ich nur empfehlen. So, ja, jetzt bin ich wieder gestylt und jetzt kann es losgehen. Ich habe ja am Freitag, habe ich ja Termin in der Nähe von Kassel. Und da geht es dann los. Da gebe ich Gott sei Dank auch mal wieder ein paar Kurse. Ich mache Advanced Nitrox Deco Procedure und Bergwerkskurs 2. Das mache ich also am Wochenende, vermutlich sogar noch bis Montag. Ob ich da Videos von drehe, muss ich dann schauen. Das habe ich noch
Dann habe ich noch so keine Ahnung, wie es abläuft. Ich werde mit Sicherheit ein paar Bildchen machen. Wenn es klappt, auch ein paar Videos. Aber da lasse ich mich dann überraschen. So, ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil es ist natürlich schon ein bisschen länger her, dass ich Kurse gegeben habe. Ich war zwar letzte Woche mal Eistauchen, das habt ihr bestimmt auch gesehen anhand der Bilder auf Instagram. Aber jetzt mal wieder richtig ein paar Kurse, mal richtig schön wieder Leute unterrichten. Das freut mich doch sehr. So, ihr Lieben, jetzt schaut, guck, sieht wieder richtig gut aus, der Junge. Und ich genieße jetzt noch so ein bisschen den Tag, die Sonne. Und ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.